Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Wir sind heute dabei, diesen, ich würde sagen, Bezirk ein bisschen auseinanderzunehmen. Das Problem ist, wir dürfen hier niemanden aufscheuchen. Kommt das nur vor, ist hier gerade kein Ton? Ah, okay. Okay, jetzt habe ich Ton. Dafür müssen wir schwache Leute raussuchen und am besten ein bisschen weiter weg von diesem Gebäude sein. Weil dieser Typ, die Mimir Z600, ist kacke. Weil den kriege ich nicht. Könnte versuchen, ihn quasi abzuschalten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ah! Boah, was ist denn los jetzt? Kaum aufgenommen, muss ich niesen. Okay, wir versuchen es einmal kurz. Oh, nein, geh da weg. Oh, jetzt speichern. Stimmt, ich wollte ja eigentlich die Slots löschen, ne? Na, was soll's. So. Wo ist der andere Rauding? Was machst du denn hier hinten? Wieso ist der Rest da vorne? Moment. Komm rüber. Los. Da ist er. Okay. Du kannst dich nicht hinterm Grabstein verstecken, alles klar. Wir gehen mal hier hin. Einfach nur mal Test, deshalb wir speichern jetzt nicht. Chance, Volltreffer, lautloser Killer mal 2. Ich glaube, ich habe es geschafft. Er ist deaktiviert, oder? Ich glaube, der ist deaktiviert. Alles klar. So viel Schaden wie möglich reinhauen. Okay, er ist tatsächlich deaktiviert. Oh, das könnte die Gelegenheit sein, den auszuschalten. Eine zusätzliche Runde haben wir noch. Scheiße, okay. Wir müssen kurz abspeichern. Weil wenn der nicht hittet, dann habe ich echt ein Problem. Oh. Ja. Okay, okay, okay. Kritische ohne Ende. Oh, er ist tot. Er ist einfach tot. Leute, wir haben ihn. Wir haben die Mimir. Es ist Panne. Oh. Und wenn da gleich irgendeiner rauskommt und dann Stress macht, weil das Ding muss ja irgendjemand fahren, oder nicht? Okay, alles gut. Alter, was für ein Glück. Was für ein Glück ich hatte. Oh. Okay. Aber jetzt kann es nur noch leicht werden. Hallo? Willst du dich nicht bewegen? Oh, wir haben die Mimium ausgeschaltet. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Das ist richtig gut. So, auf welchem Level bist du, Junge? 24. Sektenpanzer. Okay, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie wir weitermachen. Und zwar, wir haben ja eh ein Level Up, ne? Was machen wir jetzt? Stimmt. Ich wollte in mein Inventar gucken. Wir haben das Boxen noch nicht freigeschaltet. Wir haben aber da hinten noch einen, der recht schwach ist. Wenn wir den ausschalten, dann haben wir eine Möglichkeit, jemanden wegzuboxen. Da, du. Echt jetzt?
Follow me. Geil. Danke, Leute. Dass ihr so weit hinten wart. Egal, wir verteilen uns einfach hier. Am besten hier bei der Bank. Und dann warten wir, bis er kommt. Und dann machen wir fertig. Dann können wir einen umnocken. Müssen wir halt ganz genau überlegen, wen wir umnocken werden. Okay. Jetzt wird ausgeschaltet. Ich frage mich, ob ich mittlerweile die Kleinen einfach... Also die 24er auch so töten könnte. Rein theoretisch bin ich jetzt recht mächtig geworden. Ich meine, guckt euch an. Ohne einen Crit. Oh. Plus Crit. Bye bye. Stone cold. Okay, back me up. So, das zu dem. Jetzt können wir eine unboxen. Aber ich würde sagen, ich möchte einmal kurz testen, ob wir es bereits schaffen, die Leute einfach so jetzt schon mit Silent-Waffen auszuschalten. Da können wir uns auch einmal kurz hier so hinhocken. Ich denke, wenn jeder einen kritischen macht. Oh, der hätte sich verstecken müssen. Oh, keine Trefferchance. Ja, das ist mir egal. Nein, ich glaube, das wird nichts. Nee, scheiße. Ja, jeder muss einmal kritten, um den zu töten. Wenn ich den jetzt kritte, ist er tot. Aber es hat die anderen aufgescheucht. Okay, alles klar. Wir müssen also immer noch aufpassen, was wir tun. Ärgerliche Nummer. Aber naja, was willst du machen? Na gut. Dann gehen wir zu den zwei da hinten. Obwohl, nein. Wir können ja einen unboxen. Wir sollten auf jeden Fall da hinten den Typen unboxen. Wobei ich nicht weiß, ob uns der Panzer dann sieht. Alles klar, wir stellen uns hier hin. Hinterhalt. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir den umboxen können. Naja, gut. So, dann verteilen wir uns ein bisschen. Aber hat anscheinend keiner mitbekommen. Für zwei Runden ausgeschaltet. Ja, das dürfte eigentlich reichen, um den zu vernichten, ne? Oh, wir gehen mal hier in Deckung. Ja, passt. So, dann ist der weg. Level up. Ich will hier rauf. 8 Punkte, ein Punkt noch. Ne, gar nicht. Ich will den doppelten kritischen, ne? Sektenschläger. Wir müssen eventuell gegen 4 Stück auf 5 Stück auf einmal, ne? Einen können wir einnehmen. Wie beim letzten Mal hier drin. Den Sektenjäger. Oder wir machen den platt. Dann können wir nämlich da hochklettern. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Keine Ahnung, was wir machen. Aber ich würde erstmal tendenziell sagen, gehen wir da hinten hin. Wenn wir die zwei ausschalten, die da hinten separat von den anderen sind, und wenn wir auch laut sein dürfen dabei, dann haben wir unseren Knockout wieder. Ja, das dürfte weit genug entfernt sein. Das dürfte weit genug entfernt sein, um die fertig zu machen. Ach, die Bots sind das. Oh. Stimmt, die waren ja da oben. Oh, da war ja was. Aber wenn wir den hier hinten ausschalten, müsste der andere zu uns kommen. Wo ist denn der? Oh. Okay, hier ist er. Fangen wir mal an, uns zu verstecken.
Du versteckst dich mal hier hinter. Ich würde speichern und die erste Runde tatsächlich versuchen, ihn erstmal mit meinen Waffen zu beschädigen. Also zu dingsen. Wie heißt das nochmal? Zu schocken. Wenn das nicht klappt, würde ich speichern. Laden. Was ist los mit mir? Ich bin voll verwirrt. Alles klar. Okay. Versuchen wir unser Glück. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Aber ich glaube, die sind schon ein bisschen heftiger drauf, die Jungs. Okay, hat auch nicht funktioniert. Ja, dann... können wir eigentlich direkt... was macht er jetzt? Ja. Die sind halt schon heftig drauf. Okay, wir werden... ups, falscher Knopf. Wir werden laden und dann werden wir halt mit allem, was wir haben, rauf da. Und den anderen, wenn der zu uns zu nahe kommt, werden wir ihn kurz blitzdingsen, dass er für eine Runde ausgesetzt wird. Das ist der Plan. Dafür müssen wir kurz umbauen. Und zwar... der Kritische geht weg, dafür kommst du hin. Und ich glaube, du konntest das auch noch, ne? Na, oder auch nicht. Aber weißt du was, zappen wir sie einfach mal ein bisschen. Nein, wir fangen mit Bormin an. So, jetzt hat er nämlich Bormin im Visier. Und der kann quasi zwei Treffer aushalten. Bevor er down geht. Hoho, das tut weh. Okay, nächste Runde ist er tot. Der Kollege scheint mich anscheinend nicht zu hören. Aber ist ja auch noch ein Bot. Lass doch mal den Typen in Ruhe. Der macht meinen ganzen Damage. Achso. Er ist wie beim letzten Mal da hinten hingegangen. Alles klar. Ich wurde gehört. Ho! Okay, der ist ausgeschaltet. Was machen wir jetzt mit dem Kollegen? Der schwebt. Der ist oben. Was für eine Kackbratze. Auf jeden Fall aus der Reichweite. Kann ich von hier aus treffen? Nee, nicht mit der Waffe. Scheiße. Das ist ungünstig. Kann ihn von hier aus sowieso nicht treffen. Wir müssen zu Bormin laufen. Und dann eine Heilung springen lassen. Ich verstehe es nicht. Wieso steht er manchmal auf und manchmal nicht? Guckt euch mal an, wie krass die Jungs sind. Ich muss laden. Ich verstehe dieses Heilen nicht. Ich verstehe es einfach nicht. In Ordnung. Wird mir immer ein Rätsel bleiben. Wie können diese zwei so krass drauf sein? Okay. Ich würde sagen, wir heilen Bormin voll. Und ich glaube, wir müssen mal kurz Mutation. Da wir müssen bei ihm darauf gehen, ne? Wenn ich das hier gerne haben würde. Und wir brauchen unbedingt das hier.
Aber das ist ein guter Plan. Rauchgranate werfen gegen das Viech. Das heißt aber, wir müssen eigentlich nach oben gehen, oder? Aber wir können nicht nach oben gehen, weil der Typ wacht. Gibt keinen anderen Weg da nach oben. Und er bewacht halt komplett diesen Bereich. Er muss quasi zu uns kommen. Ja, hilft alles nichts, Leute. Wir müssen irgendwie jetzt durch. Ich überlege, wie. Klar, mit der Rauchgranate ist das ganz praktisch, aber dafür müssen wir auf einen Haufen stehen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich glaube, ich weiß auch wie. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen das Arschloch spielen, aber... Ne. Vor allem bewegt sich der andere erst, wenn der erste tot ist, oder? Kann das sein? Nee. Daneben. Na gut. Ja, wird jetzt geschossen. Wir müssen mit dir woanders hinlaufen. Dax wird nicht den Rest übernehmen. Ich habe eine andere Idee. Kann sein, dass du einen Schuss noch tanken musst. Ah, ich hätte mit der Pistole schießen sollen. Scheiße. Dann haben wir noch Dax. Der wird nachladen. Dann werfen wir eine Rauchgranate. Dahin. Ja, jetzt würde es wahrscheinlich auf Dax abgesehen haben, oder? Er wird mich höchstwahrscheinlich nicht treffen. Aber ich ihn auch nicht. Okay. Nachladen. Overwatch. Du gehst auf die andere Seite. Dann machst du auch Overwatch. Er ist geschockt. Er ist geschockt. Für zwei Runden. Oh mein Gott. Was für ein Glück. So, Dax. Sehr schön. Oh, was für ein Glück. Oh, ich bin so ein verdammter Lacker. Alter Schwede. Gibt's doch gar nicht. So, näher ran geht, glaube ich, nicht, ne? Jawohl. Okay, ich muss einfach doch näher rangehen. Noch näher rangehen. So, dann laden wir mal nach mit dir. Also egal was passiert, selbst wenn er jetzt aufwacht, es ist vorbei. Wir haben sie ausgeschaltet, beide. Weil wir Glück hatten. Ja gut. Okay. Gibt's auch einen Knopf zum Nachladen? Ich
mag das nicht, jedes Mal darauf zu drücken. Nice. Oh, wie alles kaputt geht. Toll. Was für ein Lack. Was für ein Lack. Alter. So, 100 britische... Okay. Aber wir wollen das hier. Doppelter kritischer Trefferchance bei Schüssen aus Versteck. Das ist mir doch um einiges wichtiger. Das heißt, ein Punkt noch. Bei dir? Auch ein Punkt. Alles klar. Wieso bekommt Dax nichts? Achso. Weil du fast vollständig bist. Dax hat 2 Punkte verfügbar. Achso. Deswegen. Weil wir das schon haben bei ihm. Okay. Alles klar. Wir haben die hier beide fertig gemacht. Gut, ich gebe zu, es war ein bisschen sinnlos, die beiden fertig zu machen. Aber immerhin Erfahrung. Die haben halt nichts bewacht und die waren halt einfach da. Jetzt kommt es nämlich zum Knackpunkt der heutigen Geschichte. Und zwar da hinten. Wir haben jetzt noch einen Knockout. Wir können eine Gedankenkontrolle machen. Das heißt, wir müssen echt überlegen, wie wir jetzt vorangehen. Guck mal, was wir hier noch haben. Wieso ist der Fragezeichen? Achso, das ist mein Questziel. Wir könnten den Insektenjäger hier ausnocken und da hochgehen, aber das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Wir können natürlich gucken, ob wir hier weit genug von den anderen entfernt sind. Dass wir den Dicken quasi ein bisschen ja, auseinandernehmen können. Ah, da hinten ist noch ein kleiner, ne? Der könnte helfen. Was? Oh mein Gott. Was war das denn? Okay, wenn wir uns hier verstecken. Ja, wow. Ich hasse Grabsteine, wisst ihr das? Ja, wir stecken uns einfach mal hier. Und wenn er wiederkommt, machen wir ihn fertig. Und knocken wir ihn aus. Ja, du hast mich gesehen, das wissen wir. Aber es ist mir ehrlich gesagt völlig egal. So. Jetzt wirst du leise ausgeschaltet. Einer nach dem anderen. So taktisch, wie es geht. Muss meine Silence-Waffen einfach noch stärker machen mit Waffenteilen. Hui! Nice one. Okay, der ist weg. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Also, wir können den hier, der da steht, einfach so töten, weil da noch ein zweiter wäre. Oh, Junge, Junge, Junge. Würde ich mich freuen. Dafür muss ich mich ja nicht mehr verstecken, ne? Wobei, mit denen würde ich mich eigentlich ganz gerne verstecken. Aber es geht ja auch so. Wir brauchen keinen Crit oder so. Den schalten wir auch einfach so aus. Hier, komm. Ich, sicherheitshalber. Ich weiß, ich bin da eigen und ein Feigling, aber muss sein. Wer weiß, ob irgendwas schief geht. Zu zweit haben sie gereicht. So, ist hier vielleicht noch irgendwo einer? Wenn wir noch einen kleinen finden würden, wäre das echt genial. Aber ich glaube nicht, dass wir es finden. Oh, hier ist noch ein bisschen Schrott. Wir haben 51 Waffenteile. Haben wir 60 gebraucht? Ich glaube, wir haben 60 gebraucht. Ja gut, jetzt ist die Frage. Können wir Miss Marple ausschalten, ohne dass die anderen was mitbekommen? Das ist doch die Frage aller Fragen. Deswegen verstecken wir uns jetzt mal. Bist du ein echter Grabstein? Ja. Muss man ja mal fragen. So, okay, Bormin. Kannst du dich hier verstecken? Ist alles noch viel zu weit weg. Dieser Stein, der könnte perfekt sein.
Ist kein Stein. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die anderen mitbekommen, deswegen wird gespeichert. Wenn die es mitbekommen, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Oh, das war meine Silence-Waffe. Mhm. Gut, das war kacke. Ist okay. Das halte ich aus. So. Brauche eine Deckung, ne? Nice. Der ist weg. Na, das lief ja schon mal ganz gut. Wir haben hier gut aufgeräumt heute. Und ich würde sagen, morgen geht es dann weiter mit den Sektenviechern. Haut rein, euer Zero. Ciao.